Willkommen zurück. Colin de Plancy hat seinem Dämonenlexikon noch 18 höllische Legenden aus dem Mittelalter zugefügt. Und aus der deutschen Ausgabe lese ich eine davon, eine kurze, jetzt vor. Die alte Hexe von Berkeley, eine englische Ballade. Es geschah im 11. Jahrhundert in einer Stadt in England, als eine Frau, die der Magie zugeneigt war, zu Mittag aß und eine Krähe, die immer in ihrer Nähe war, ihr plötzlich etwas ins Ohr krächzte. Daraufhin erblasste sie, stieß mehrere tiefe Seufzer aus und rief: „Ich werde heute von einem großen Unglück erfahren." Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, brachte man ihr die Nachricht, dass ihr jüngster Sohn und seine gesamte Familie eines plötzlichen Todes gestorben waren. Vom Schmerz übermannt versammelte sie ihre anderen Kinder um sich, unter denen sich ein Mönch und eine Ordensfrau befanden, und sagte mit zitternder Stimme: „Bis zum heutigen Tag habe ich mich der Magie gewidmet. Jetzt kann ich nur noch auf eure Gebete hoffen, denn ich weiß, dass die Dämonen bereit sind, von mir Besitz zu ergreifen, um mich für meine Missetaten zu bestrafen. Als eure Mutter bitte ich euch, die Qualen zu lindern, die ich schon jetzt erleide. Ohne eure Hilfe scheint mir mein Verderben unausweichlich, denn ich werde sogleich sterben. Legt, meine Kinder, meinen Körper in Ziegenhaut gehüllt in einen steinernen Sarg, den ihr mit Blei bedeckt. Dann umwickelt ihn zum Verschließen mit drei Ketten. Wenn ich mich 3 Nächte lang ruhig verhalte, so könnt ihr mich in der vierten begraben, obwohl ich fürchte, dass die Erde mich nicht haben will. Dann sprecht während 50 Nächten Psalmen für mich und lest während 50 Tagen Messen." Ihre Kinder hielten sich an ihre Anweisung, aber nichts brachte Erfolg. Obwohl die Geistlichen für sie Psalmen sprachen, brachen die Dämonen in den ersten beiden Nächten die Pforten der Gruft auf, gerade so, als ob sie aus Stroh wären, und sprengten 2 der Ketten, mit denen der Sarg umwickelt war. In der dritten Nacht, zur Zeit des ersten Hahnenschreis, schienen die Klostermauern durch die Anwesenheit der Dämonen, die das Gebäude umzingelt hatten, zu erbeben. Der schlimmste und größte der Dämonen forderte den Sarg ein. Er rief die Verstorbene bei ihrem Namen und befahl ihr, herauszukommen. „Ich kann nicht“, antwortete die Tote. „Ich bin angekettet.“ „Ich binde dich los“, sagte der Satan, zerriss die 3. Kette, die den Sarg umschloss, als wäre sie ein dünner Faden, öffnete mit einem Fußtritt den Sargdeckel, nahm die Tote bei der Hand und zog sie unter den Augen der Geistlichen heraus. Ein schwarzes Pferd, das stolz wieherte und mit eisernen Haken geschmückt war, wartete in der Nähe. Er setzte die Ärmste hinauf und sie verschwanden, und nur aus der Ferne hörte man noch die letzten Schreie der Hexe.